Die Pazifistin Bertha von Suttner war zur Zeit der Bücherverbrennung schon knapp 20 Jahre tot und trotzdem haben die Nazis ihre Gedanken und Schriften als so bedrohlich eingestuft, dass ihre Bücher verbrannt wurden. Jetzt im Alltag begegnet mir Bertha von Suttner vor allem bei Straßennamen oder Namen von Schulen oder Plätzen, aber als ich mich jetzt eingehender mit ihren Schriften beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, wie unglaublich aktuell das ist. Also man könnte meinen, sie spricht über die Tagespolitik und dann steht da aber so drunter 1896 und das finde ich, diese Aktualität empfinde ich als sehr kraftvoll und zugleich erschütternd und auch traurig. Und ich freue mich, Bertha von Suttners Gedanken zum Thema Krieg, Frieden, Aufrüstung im Rahmen dieser Lesung Gehör zu verschaffen. Gleichzeitig wird den Abend Daniel Zacher mitgestalten. Er wird am Akkordeon Klezmermusik unter anderem spielen und einem so Gelegenheit geben, das Gehörte während der Musik vielleicht nochmal sacken zu lassen, anders auf sich wirken zu lassen.